Ja, entgegenverteilt. Ich habe gerade meine Schippe von vorn wieder gefunden. Vielleicht finde ich das Eisen jetzt auch noch wieder. Aber ich habe auch 8 Eisen schon in den Ofen getan. Achso, ja, ich habe da hinten auch noch Eisen gefunden und das auch ein Pferd. Das heißt, es gibt wieder Rindfleisch. Jo. Ist doch schön. Ja, sehr schön. Gucken, wie viel Eisen ich da rauskriege. Ich habe gerade Stone von mir, Da gibt es glaube noch so ich. coole Meteoriten, die ab und zu mal abstürzen. Da kann man dann auch Hängt so. das eigentlich ab, ob mir angezeigt wird, was für einen Stein ich vor mir habe? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie hießen die Mod, die das macht. Weiß ich gar nicht mehr. Aber Ah, entweder wird es ich ja bei weiß es. jedem angezeigt oder gar nicht eigentlich. Okay. So, ich Ist habe ja jetzt sonderbar. so 4 Eisen habe ich jetzt. Jetzt bin ich hier im tiefen Wald. Was habe ich da gefunden? Gar nichts. Doch Redstone und einen brennenden Zombie. Oh, halt doch die Fresse. Mein Gott. Und da. Verrottenes Fleisch. Oh, Gold. Oh. Naja. Wollen wir noch mal ein bisschen über Mobbing und so reden? Genau, ja, ich hatte eigentlich eine Message vorbereitet. Worüber wollte ich mit euch reden? Dass ich das gar nicht gut finde Oh, mit dem Diamanten. Mobbing im Internet und so. Und ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich finde das halt nicht so gut. Das ist echt nicht gut, wenn ihr das. Ja. Und dann hat sie kein Internet, weil das lag daran, dass du kein Hat man halt Internet auch mal hast. kein Internet, wenn bei diesem Mobbing so. Und das ist halt dann auch voll nicht gut so. Also, ihr müsst das halt echt verstehen. Ihr müsst euch in die Leute reinversetzen. Was willst du denn jetzt da, Nvidia OpenGL, Kacke da, ey? Oh, jetzt fickt sich hier mein. Nee, jetzt fickt gar nichts. Es hängt sich hier mein Minecraft auf oder sowas. Das wollen wir jetzt aber eigentlich gar nicht. Ja. So. Ja, ungut. Oh, Brauche ich noch raus. der left the Ah. game. Hopp. Na, sowas. Ich habe ja voll die krasse Schlucht gefunden, wo es mega viele Sachen gibt, aber da bräuchten wir irgendwie ein Jetpack für oder so, um da dran zu kommen. Hier ist voll die krasse Schlucht mit ziemlich vielen Ressourcen. Lügenlord. Krass, ich habe 4 Pfeile. Keiner weiß warum. Na stimmt, dich sieht ja auch keiner. Bin ich irgendwo reingefallen und komme ich hier? Rohholz. Nicht gekocht. Ja. Es klappt das nicht mit den Fackeln und so. Achso. Ja. Gott, bin ich müde, Das ist natürlich irgendwo. Ich habe Kohle gefunden. Boah, ich habe ein Level up. welches bist du jetzt? Level 3 oder Ne, Level 1. Ich habe was? doch wieder Flocken, was verloren. meine ich, Lappen müssen. Einen Knochen habe ich gekriegt, weil es gibt ja auch so Fossilienblöcke. Oh, Da diese kriegt man ekligen eine. Spitzhacken, die gehen ja voll schnell kaputt. Ja, deswegen will ich ja so einen Hochofen bauen. Da kannst du nämlich dann Werkzeuge machen, die nicht komplett kaputt gehen. Also du kannst sie dann am Ende nicht mehr benutzen. Aber du kannst sie verschwinden halt nicht und du kannst sie wieder reparieren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dafür brauchen wir halt Lehm, Kies und Sand. Und Lava. Und ganz viel anderen Driss. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn da alle für? Zorn. Ja, den brauchen wir auch. Zorn. So, war das jetzt hier? Können Wir brauchen wir eigentlich einen so ein Gusstisch. Drachenlord Voice Teil einbauen? Finde ich gut.
grundsätzlich. Achso, zu Beginn jeder Folge kommt einmal der Lügenlord. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Genau das. Genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Ja, das wäre irgendwie schön, wenn man das Kein da rausschneidet und dann so... Ja, das gibt es ja auch in der Lügenlord-Rock-Song-Version. Wurde das ja so reingestampelt. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Ja. Wir machen ja gerade voll Werbung, ne? Quatsch. Nur ein bisschen. Das geht ja eigentlich auch alle gar nichts an. Nee. Ja. Sonst sage ich auch niemand anders. Das ist ein Drecks-Hater. Ja. Ich hab mir so ein Video angeguckt. Von letzter Woche. Mhm. Wurde erklärt, was er machen wird. In dem Video von dieser Woche. So, so. Was er machen wird. Also, genau das gleiche wie in dem Video in der Woche davor, nur weniger. Also Ankündigungslord, ja. Bitte? Also Ankündigungslord. Ich nicht durchblicken lassen, wer das ist, sonst ist ja. Das ja quasi noch Schändung oder so, weiß ich nicht. Bisschen traurig, dass wir uns über den Drachenlord lustig machen und dabei Minecraft spielen. Naja, man darf ja nicht durchblicken lassen, um sie ins geht, ne? Wir sind halt auch, obwohl doch, wir sind etwas Besseres. Das hast du jetzt gesagt. Oh. Ja, hab ich auch. So, auf dem Mess stehen seine Agenten vor meiner Tür und wollen mir die Frühe rausschmeißen. Stimmt, bevor wir das machen können mit dem Dingens-Sache, wir müssen ja noch was anderes basteln, bevor das... Ey, ich hab schon wieder irgendwas gefunden, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ja, gut. Aus dem Ab. Mit der Eisenzweck. Genau. Werkzeugstation, wie ging das nochmal? Was ist das denn? Diamant! Ja, ja. Tja, ich würde sagen, ich habe die 20 Euro gewonnen. Was für 20 Euro? Ah, fuck, das hatte ich gar nicht gesagt. Ich wollte eigentlich mit dir um 20 Euro wetten, wer zuerst Diamanten findet. Ich habe schon lange Diamanten gefunden. Tja, du hast es aber nicht gesagt. Doch, habe ich. Nein. Doch, zusammen mit dem Gold und sonst. Da musst du gar nicht so tief graben. In der Schlucht, wo ich vorhin war, da ist nämlich Gold, Redstone, Diamant und hast du nicht gesehen. Warum wohnen wir eigentlich hier und nicht in der Schlucht? Ja, weiß ich nicht, weil wir jetzt hier wohnen. Aber in der Schlucht wäre bestimmt viel schöner. Nee, das ist voll umständlich dann. Guck mal, ich baue jetzt mal hier noch senkrecht runter, sodass wir hier nur eine Treppe haben, dass wir da quasi so einen Wohnraum haben. Viel gemütlicher. Richtig. Machen wir noch einen Teppich. Was? Dann brauchen wir noch einen Teppich. Der ist, Teppich, der ist richtig gemütlich. Boah, ich würde hier gern Schokolade haben, habe ich aber gar nicht. Kacke, ey. Ich habe noch Schokokekse oben. Könnte ich auch mal. Bitte? Ich habe noch Schokokekse. Toll. Das befriedigt meine Gier nicht nur bedingt. Ja, aber du weißt zumindest, dass ich Schokokekse habe, die ich vorhin gebacken habe. Arschloch. So. Ey, deine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Ach, echt? Ja, nimm die. Ey, ja, die hier. Geht nämlich auch gleich kaputt, oder was? Ah, da habe ich einen Grund, meine Eisenspitzhacke zu benutzen. Okay. Ah! Was haben wir hier? Jo, aber wir brauchen unbedingt ein Geländer hier oben. Da fällt doch einer runter. Ich habe überhaupt genug Platz. Oh, ist das schön. Wir könnten da jetzt irgendwie Flüchtlinge unterbringen oder so. Können wir echt mal machen. Ja, das wäre voll gut. Ich meine, den Platz haben wir ja. Oh, guck mal, ich habe Eisen gefunden. Was war das denn jetzt? Du weißt schon, dass man das gerade auf der Aufnahme drauf hatte, ne? Ja, finde ich okay. Okay. Kannst mit leben, ja? Mhm. Okay. Tatsächlich. Hey, warum gibt's hier eigentlich alles und nur keine Kohle? Das war schon bei Feed the Beast mein Problem mit dem Spiel. Es gibt alles, aber halt keine verschissene Kohle. Ja, das stimmt allerdings. Es gibt vor allem alles im Überfluss, und zwar sowas von dem Überfluss. Außer Kohle. Ja. Müssen wir halt Bäume fällen und Kohle selber machen. Irgendwann haben wir keine Bäume mehr. Dann können wir noch nachpflanzen. Müssen wir hier neue Pflanzen, hier diese komischen Setzlinge von hier, 30.000. Naja. Ja, ich habe sonst immer das Problem, dass ich die Setzlinge zum Anzünden nehme, um aus dem Holz Kohle zu machen. Das ist die Setzlinge was? Ja, die Setzlinge kann man ja auch verbrennen. Ach so, kann man so. Und dann nehme ich immer, wenn ich normalerweise anfange mit Minecraft. Oh, guck mal, da kommt ein Creeper.
Los, Rainer, mach den Creeper nass. Was? Los, Rainer, mach den Creeper nass. Hä, was? Ja, bei Metal Leute Song. Rainer macht den Creeper nass? Ja, das kommt da drin vor. Echt? Im Metal Leute Song. Ey, mach mal das Loch da oben. Ey, hier ist ein Loch im Haus. Was ist denn, wenn eine Scheiße regnet jetzt rein? Weißt du, das ist ja quasi, als wenn alle Türen offen sind. Und was passiert, wenn man sich alle Türen offen lässt? Sieht's, dann wird man krank. Jetzt hat er einen schönen Baum kaputt gemacht, ey. Ist der Hurensohn. Dürfen wir überhaupt sagen? Was? Dürfen wir Hurensohn überhaupt sagen? Nein. Ja, ich weiß nicht, was du so für Kanalregeln aufstellst. Ich würde ja mal ein Kanalregelvideo ankündigen. Ja, ja, du musst es erst ankündigen, bevor du es machst. Ja, ja. Damit ich es nachher auch nicht machen kann, ne? Genau. Sonst haben die ja auch alle keinen Grund zu warten. Jetzt kann man hier keine Au. Was? So ein. Ja, es gibt so mega Boss-Monster-Zombies. Und das so. Sind voll die Bosse und Monster. Ja, ja, die sind halt voll krass und so, einer greift mich gerade an. Aber nicht so nett von denen. Nee. Die rufen alle Ei, Ei, die wollen mich, glaube ich, nur streicheln. Ja, wolltest du mal Ei machen bei dem Ei? So, was ist das denn? Der Dietmar Nuta, ne? Ja. Tut halt. Ah! Jetzt ist auch noch mein Schwert kaputt. Boah, ich falle die ganze Zeit diese bekackte Nicht-Treppe runter. Ja. Ich muss echt nochmal hinbauen. Ich muss jetzt mal ganz dringend zurück und mir ein Eisenschwert bauen. Ist wichtig. Soll ich dir helfen? Nein. Sicher? Ja, ich komme noch schon. Ich helfe dir trotzdem. So. Haben wir da noch Holz da? Dann. Stickies! Voller Text. A charging zombie, the predator sprint red. Naja. Da hat das Skelett das Vieh kaputt gemacht. Echt? Glaube ich. Den Mega-Zombie? Nee, der Mega-Zombie ist noch da. Echt? Oh, scheiße, jetzt habe ich dich gehauen aus Versehen. Ah, warum brenne ich? Ja, weil das ein Dreckswix-Pisstier ist. Wo auch immer der jetzt ist. Ah. Ach, der ist ja. Ui! Wo kam der denn jetzt her? Ja, die Kackviecher sind unsichtbar, das ist ja das Problem. Ich habe ganz viel von dir gerettet, keine Sorge. Hinter dir! Ich weiß auch nicht, wie viel Leben der noch hat. Wasser! Ich habe eine Schaufel. Ja, wo ist der? Wo ist der? Da. Warte mal. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich habe ihn erwischt. Ey, du. Ja, das ist doch dieser Nebel, oder? Ja. Krass, der hat eine Diamantenkrone gedroppt. Das ist ein Arschloch, ey. Krass, eine Diamantenkrone mit Feuerschutz 1. Und ich hab dein ganzes Zeug, soll ich dir mal wiedergeben? Ja, bitte. Was haben wir da alles? Guck mal hier. Bei was wohl ist so ein. Was slain by Zombie? So, ich weiß gar nicht mehr, was hier von dir war. Ein Schwert. Ich hab nur mein Schwert. Das habe ich ja gerade gebaut. Dann okay, Eisen. Eins und eins am Rücken. Ja, aber das auf dem Rücken, das ist ja das, was ich in der Hand habe. Das ist ja ein bisschen komisch geregelt. Hä? Ja, ich habe nur ein Schwert. Hier, guck mal, meinen Helm kannst du auch noch haben. Ja, das ist ja noch. So. Was essen hier? Was essen? So. Soll ich jetzt nur so eine Diamantenkrone auf dem Kopf? Das ist natürlich schön. Ich hab da eine Lederkappe. Ja, ja. Können wir auch anmalen, ne? Können wir auch blau färben oder so. Wenn du den passenden Farbstoff dafür hast. Ja. Was mehr ist er denn? Ich war ja heute schon mal getrunken. Achso. So. Brauchen wir noch Kies und Lehm. Das ist wichtig. Ich
haben wir denn hier so? Ist das Lehm? Kandat? Ja, das ist Erde. So also ein Mist. Hey, okay, jetzt kackt hier die Kacke schon wieder ab. Wie? Ist schon wieder raus? Das hat irgendwas mit meiner Grafikkarte zu tun. Natürlich eher ungut. Richtig. Aber ich habe tatsächlich Lehm gefunden. Das heißt, wir können uns tatsächlich einen Hochofen bauen. Ich bin nicht. Ja, ne? Du hast auch gerade keine anderen Sorgen als unseren Hochofen, ne? Ja, genau das. Das könnte natürlich richtig böse sein, den Hochofen da unten hinbauen, wo man jetzt so schön runterfallen kann. Weil man halt da drin auch verbrennen kann, wenn man reinfällt. Wieder? Man kann halt auch verbrennen, wenn man da reinfällt. Der ist ja dann oben offen. Das wäre natürlich dann richtig gut. Dann müssen wir halt wirklich ein Geländer dahin bauen. Ja. Falls hier Hater kommen, dann... richtig. Das ist dann wie hier, wie bei der einen Simpsons-Folge. Mit Bart und Rektor Skinner. Wo die feststellen, wer gegen was allergisch ist. Und dann. Der große Endkampf in der Shrimps- und Erdnussfabrik ist. Shrimps- und Erdnuss? Ja, da gibt's irgendwie so eine Shrimp-Erdnusssoße, wird hergestellt. Und Skinner ist halt gegen Erdnüsse allergisch und Bart gegen Shrimps. Ach so, wo die dann damit fighten, so an den Stöcken. Genau, und nachher beide in den Topf mit der Erdnuss-Shrimps-Soße fallen. Haben wir noch Holz? Ja, da haben wir noch Holz. Ja, ich erinnere mich. So war das gewesen. Genau, so nicht anders. So. Mal eine Eisenschaufel bauen. So ein bisschen unnütz, aber... Ey, du als Waldorfmensch, ne? Ich als Waldorfmensch, ja. Du bist ja dann auch ein Anthroposoph quasi. Ja, würde ich jetzt nicht direkt so sagen, aber quasi, ja. Wieso? Weil das deine böse Animalunequality zerstören würde, wenn du das sagen würdest. Dass ich ein Anthroposoph bin. Ja. Achso, ja. Du bist anthroposophisch erzogen worden. Erzogen jetzt nicht direkt.